Tolles Banner, eindrucksvolles Banner. Spiel kann starten von links nach rechts. Die TSG mit dem Anstoß. Technischer Support, auch das muss man als Kommentator können, während die TSG ein erstes Mal vorsticht und in Führung liegt. 1:0 für die TSG aus Hoffenheim. Andu Kelati markiert in der ersten Spielminute das 1:0 für die Kraichgauer. Zu schnell für alle, insbesondere zu schnell für die Hintermannschaft der TuS Koblenz, die noch nicht in diesem Fußballspiel angekommen ist. Defensiv allerdings kann es sein, dass Hoffenheim verwundbar ist. Jetzt Esmel mit der Gelegenheit. Macht das gut. Der erste gefährliche Abschluss. 20 Tore, 18 Gegentore. Das ist schon eine richtig, richtig starke Hausmarke. Zweitbeste Defensive der Liga, viertbeste Offensive. Und das ist wieder zu einfach für Hoffenheim. 2:0 für die TSG. Und es dürfte erneut der Mann mit der Röcke Nummer 16 gewesen sein, Andu Jubel Kelati, der hier das zweite markiert nach nicht einmal 14 gespielten Minuten. Dass der beste Torschütze lediglich 6 Treffer hat, aber so ist es nun mal. Und das ist Esmel und Nahuel Noll. Aber Noll im Kasten der Hoffenheimer ist zur Stelle. Jetzt die Ecke durch Schabani. Und die ist gut und die findet den Weg nicht ins Tor. Und Könighaus nochmal raus auf Schabani, kein Abseits. Die Hereingabe nicht ungefährlich, das ist Cedai. Der Ball ist zweimal abgefälscht. Wirklich die besten Genesungswünsche an all unsere verletzten Spieler und jetzt eben auch Felix Könighaus, auf dass es nicht zu dramatisch ist. Am runden Ball steht unter anderem Tom Bischoff. Ich glaube, auch Schmal dürfte das sein. Bischoff macht es an die Latte. So war das Fußballspiel dann doch weitestgehend eher ausgeglichen. So wie jetzt wieder. Die nächste gute Gelegenheit. Die Hereingabe von Esmel kommt nicht durch. Dafür geht das Spiel jetzt weiter. Das ist Obiogumu. Die Hereingabe landet im Tor. Irgendwie geht das Ding rein und es ist Julius Schmal in Spielminute 48, der jetzt früh in diesem Fußballspiel die Weichen stellt. Und einmal mehr gibt es tatsächlich Gesprächsbedarf. Valentin Lessig, der Kapitän. Kombinationsfußballspiel sieht sehr gut aus bei Hoffenheim. Und das ist das vierte. Der eingewechselte Luka Duric in der 55. Spielminute. Der weite Ball auf Nick Breitenbücher, der kommt auch noch an und das ist gut gemacht. Einwurf nochmal für die TuS. Nein, Nachspielzeit gibt es keine. Die TuS Koblenz verliert mit 4:0 dieses Spiel gegen die TSG Hoffenheim.